letzte Rednerin für den heutigen Vormittag vorstellen. Ich freue mich ganz besonders natürlich, sie ist aus den Niederlanden, eben war auch schon von den Niederlanden dort die Rede, oder nicht die Rede, und dort sehen wir statistische Erhebungen zu den Niederlanden. Sie ist angereist von der Humanistischen Universität Utrecht. Professor Dr. Hans Almer war von 2007 bis 2012 dort Rektorin und war somit auch die erste weibliche Rektorin einer niederländischen Universität. Aktuell ist sie dort, kann man noch mal klatschen, sicherlich. Verhalten, ne? Aktuell ist sie Professorin am Lehrstuhl für Globalisierungs- und Dialogstudien. Das passt sehr gut ihr thematisches Interesse an Fragen zu einem humanistischen Pluralismus. Sie votiert für einen aktiven Pluralismus, der auf Dialog und Auseinandersetzung setzt, der die eigene Profilierung und die Wertschätzung anderer Profile miteinander verbindet, gleich weit entfernt von, könnte man sagen, absoluten Wahrheitsansprüchen und Relativismus. Der Vortrag heute heißt Entspannte Kooperation, die gesellschaftliche Rolle des Humanismus in den Niederlanden. Begrüßen Sie mit mir Dr. Hans Almer. Herzlichen Dank, es freut mich sehr, hier zu sein. Eine Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht sehr gut, also ich werde versuchen, das auf Deutsch zu machen, aber vielleicht müssen Sie mir manchmal helfen, das richtige Wort zu finden. Also, entspannte Kooperation, die gesellschaftliche Rolle des Humanismus in den Niederlanden. Ich werde versuchen, etwas darüber zu erzählen, von meiner Standpunkt als Professorin an der Universität für Humanistik. Sie sehen hier unsere Universität, das ist der Haupteingang, in Utrecht, die schöne alte Stadt im Zentrum der Niederlande. Und wir haben dort nicht nur eine schöne Bildung, aber ein schönes Gebäude, aber wir haben auch eine schöne Bildung, ja, das stimmt auch schon. Und wir sind die einzige Universität weltweit, die humanistisch inspiriert ist, also wir sind sehr stolz darauf. Also, etwas über den Humanismus in den Niederlanden aus historischer Perspektive. Also ich meine jetzt der organisierte Humanismus. Es gibt natürlich auch eine philosophische Strömung des Humanismus von Erasmus von Rotterdam schon lange her. Aber der organisierte Humanismus in den Niederlanden stammt aus den Anfang 20. Jahrhundert. Da gab es eine sehr komplizierte religiöse Landschaft in den Niederlanden. Es gab die sogenannte Säulen, religiöse Säulen, also eine katholische, eine evangelische, eine reformierte, und die reformierte Säule war selbst wieder zerspaltet in vielen verschiedenen Kirchen. Die hatten ihre eigene Zeitung, eine eigene politische Partei, eigene Schulen, eigene Sportvereine. Es war also eine sehr zerspaltete Landschaft, und die nicht religiösen Leute waren nur wenig sichtbar, die waren nicht organisiert. Es gab keine wirkliche organisierte Humanismus. Und für Jan van Praag, Sie sehen ihn hier, es war einer der Founding Fathers des organisierten Humanismus in den Niederlanden. Und er hat sich Sorgen gemacht, dass weil die Leute nicht organisiert waren und ihre Bindung zur Kirche und zu anderen Weltanschauung verloren, dass sie den Nihilismus dass das eine große Anziehungskraft auf sie haben würde. Und natürlich der Zweite Weltkrieg hat auch daran beigetragen, dass diese Angst von Van Praag verstärkt wird.
erstaunlicherweise, um Nihilismus zu bestreiten. Das wurde wohl die große Streit genannt, dass man wirklich wollte, dass man wirklich glaubte, den Nihilismus zu bestreiten müssen, damit man Leute wieder eine Orientierung ins Leben gab und der Humanismus sollte dazu beitragen. Also das zweite Ziel war die Emanzipation von Menschen, die kein Mitglied einer Kirche waren. Das wurde wohl die kleine Streit genannt, die Streit der Gleichberechtigung der nichtgläubigen Leute in den Niederlanden, vor allem im politischen Sinn. Also, ich habe schon erzählt, Jaap van Praag war einer der Founding Fathers und er hatte einen jüdischen Hintergrund und seine Familie hat sehr gelitten im Zweiten Weltkrieg und er war sehr, sehr engagiert, um die Leute wieder eine Orientierung im Leben zu geben, auch wenn sie nicht zu einer anerkannten Weltanschauung gehörten. Und deshalb hat er es so wichtig gefunden, dass der Humanismus in den Niederlanden eine anerkannte Weltanschauung sein sollte. Also, ich wollte hier noch nennen, dass eine der Sachen, die von Praag sehr wichtig fand, dass die Leute, die nichtgläubige Leute, auch Begleitung und Beratung haben könnten in Fragen der Orientierung im Leben. Und er hat sich sehr dafür engagiert, dass es eine humanistische Seelsorge in den Niederlanden geben sollte. Es gab natürlich die katholische Seelsorge, die protestantische Seelsorge und er hat gemeint, es sollte auch eine humanistische Seelsorge geben im Gebiet der Krankenpflege, Kriegsmacht und Strafanstalten, also überall, wo Leute ziemlich isoliert sind und auch mit existenziellen Fragen zu kämpfen haben und dort wollte er auch da sein mit dem Humanismus, um die Leute Seelsorge zu bieten. Also er hat schon sehr bald in 1950 das organisiert, dass es so etwas gab und das hat sich immer weiter entwickelt und ich werde noch etwas darüber sagen, wie das heutzutage aussieht. Also jetzt der humanistische Verband oder die humanistische Assoziation heute ist ein Verband, der sich versteht als ein Begegnungsplatz von dem Humanismus in den Niederlanden. Und Humanismus wird definiert als eine Weltanschauung, in der der Mensch und die menschliche Entwicklung zentral stehen. Also das ist wie man das definiert auf der Website. Also das ist ziemlich breit und ich werde noch mehr darüber sagen. Heutzutage hat der Humanistische Verband mehr als 13.000 Mitglieder und das werden mehr. Es hat einige Werbungsaktivitäten gegeben, die sehr erfolgreich waren und man wächst in den Mitgliedern. Es gibt 39 Abteilungen in den Niederlanden, also das sind regional organisierte humanistische Abteilungen und die organisieren vor allem Debatten, aber auch Kursen, also die humanistische Seelsorge und auch humanistische Bildung in Schulen. Und wichtige Themen für diese humanistische Abteilungen sind Lebenskunst, wir werden auch heute darüber hören, Sterbehilfe, Rechtsgleichheit von Nichtgläubigen, aber auch Gleichberechtigung ohnehin von Frauen und Männern, von verschiedenen diskriminierten Gruppen in den Niederlanden und auch weltweit natürlich. Also das sind wichtige Themen.
der Nähe stehen von liberalen Gläubigen, zum Beispiel im Protestantismus, aber sie sind meistens, engagieren sich für eine Spiritualität ohne Gottesbegriff. Und auf die andere Seite die Freidenker, die atheistisch-humanisten und die auch manchmal, weil der humanistische Verband so Humanismus so breit definiert, sich nicht damit einverstanden sein können und sie haben sich organisiert in der Freie Gedanke. Also das ist eine Gruppe von Freidenker, die nicht mit dem humanistischen Verband einverstanden sind und weil sie den humanistischen Verband zu tolerant finden, Religiosität gegenüber. Also jetzt möchte ich noch etwas sagen über humanistische Seelsorge in den Niederlanden. Humanistische Seelsorge im Sinne von Van Raach heißt eine ergebene Einsatz für die menschliche Existenz, sowohl in seinen heldenmütigen als in seinen tragischen Dimensionen. Das ist ein Kerngedanke von Raachs, wenn es um humanistische Seelsorge geht. Und da gehören einige Gedanken dazu. Er sagt, man braucht Mut, um das Leben Form zu geben. Und ein Humanist glaubt, dass er da selber verantwortlich für ist. Also man braucht wirklich Mut, das Leben Form zu geben. Und Leute sollten begleitet werden, um das zu machen. Die Suche nach Sinn findet in dem konkreten Praxis statt. Also das ist nicht nur etwas Kognitives, nicht nur eine Sache der Deutung, kognitive Deutung, aber Sinnsuche, die Suche nach Sinn findet wirklich im konkreten Zusammenleben statt und soll dort auch begleitet werden. Und das heißt auch, dass Seelsorge nicht nur für die persönliche, individuelle Orientierung da ist, aber auch für Gemeinschaftsbildung. Eine Gemeinschaftsbildung, die zielt auf Humanität. Also Seelsorge ist nicht nur für die individuelle, subjektive Person da, aber soll auch wirklich zielen auf Gemeinschaftsbildung. Und das heißt also, dass humanistische Seelsorge da ist für persönliche und soziale Umwandlung, um das zu inspirieren und zu begleiten. Ich denke, dass die humanistische Seelsorge in den Niederlanden so eine große Rolle spielen kann im ganzen Gebiet der Seelsorge in den Niederlanden, weil es eine starke philosophische Fundierung gab. Van Raach hat das wirklich stark sich dafür engagiert, dass es eine gute philosophische Fundierung war. Er war Professor für Humanistik an der Universität von Leiden und er hat dort vieles gemacht, um wirklich eine philosophische Fundierung von Humanismus und humanistische Seelsorge zu entwickeln. Was auch geholfen hat, ist eben diese Zerspaltung in den Niederlanden mit Raum für eine humanistische Säule, weil es schon so viele religiösen Säulen gab, war es eine politische Frage von Gleichberechtigung, dass es auch eine humanistische Säule, dass man den Platz, machen sollte. Dann gibt es in den Niederlanden eine gesetzliche Basis für humanistische Seelsorge in Kriegsmacht, Strafanstalten und Krankenpflege. Das ist gesetzlich geregelt, dass Leute, die dort verbleiben, auch Seelsorge haben müssen können. Und was auch sehr wichtig war, ist es, dass es eine staatlich finanzierte Universität gibt, auch wieder, weil es diese Zerspaltung gab. Es gab eine katholische Universität, es gab eine protestantische Universität und deshalb konnte es auch eine humanistische Universität geben. Und die ist natürlich zur Ausbildung von humanistischen Seelsorgern sehr wichtig.
wollte jetzt einen Schritt machen nach Pluralismus, Humanismus und Pluralismus in den Niederlanden als wichtiges Thema für heute. Und wir haben an der Universität für Humanistik ein Research-Programm Dynamics of Worldviewing. Und in dem werden Glauben und Weltanschauung als dynamische Prozesse betrachtet. Also auch hier nicht nur kognitive Deutungsmuster, aber wirklich Glauben und Weltanschauung in Praxis von Leuten, in das Leben miteinander, wie wird das gestaltet, wie wird das in die sozialen Beziehungen mitgenommen und wir definieren das als eine Suche nach Wahrheit in der Artikulierung von existenziellen Erfahrungen. Also Wahrheit wird hier nicht absolut gedacht, aber doch denken wir, dass Leute, wenn sie existenzielle Erfahrungen machen, zum Beispiel bei Sterben oder bei Geburt oder bei Krankwerden, dass sie etwas suchen, das für sie sehr, sehr sinnvoll und wertvoll ist und dass es auch eine Suche nach Wahrheit ist, wie bedingt und kontextbezogen diese Wahrheit auch ist. Und wir denken, dass das zum Ausdruck kommt, nicht nur verbal, sondern auch rituell und kunstvoll und dass auch der Humanismus eine wichtige Rolle gespielt hat, historisch gesehen, um diese Ausdrucksformen, diese Artikulierungsformen zu finden. Also wir haben drei wichtige Fragen in unserem Research-Programm. Was inspiriert Leute in der Suche nach Wahrheit? Wie kann Humanismus die Suche nach Wahrheit inspirieren? Und da ist es sehr interessant, dass der humanistische Verband in den Niederlanden eine sogenannte humanistische Kanon gemacht hat, über unter anderem Menschenrechte, Säkularisierung, Spiritualität, aber auch über Renaissance-Humanismus und biblischer Humanismus und Aufklärungshumanismus. Das sind alles Eingänge, auf denen man suchen kann in der humanistischen Kanon, um darüber Literatur zu finden und davon inspiriert zu werden. Und das ist eine der Sachen, die wir untersuchen. Wie benutzen Leute das und hilft das ihr auch in der eigenen Suche nach Sinn? Und natürlich auch eine wichtige Frage, wie kann Humanismus beitragen zu interreligiösem Dialog? Wie können wir das hier Humanismus Form geben und überhaupt denken als ein Gesprächspartner im interreligiösen Dialog? Also ich werde versuchen, kurz etwas über diese Frage zu sagen und ich benutze dafür die Gedanken meiner Kollegin Peter Dirks, der Professor für Weltanschauung und Humanismus an der Universität für Humanistik. Und er sagt, dass jede Weltanschauung, er hat einige Kriterien entwickelt, um von Humanismus zu sprechen, wenn es um eine Weltanschauung geht. Und das erste Kriterium ist die Anerkennung, dass jede Weltanschauung, auch eine religiöse, von Menschen konstruiert worden ist. Und das heißt natürlich immer, dass Fehlbarkeit, Zweifel, eine kritische Haltung, Offenheit und Toleranz dazu gehören. Er sieht Humanismus also als eine offene und dialogische Weltanschauung, die sowohl außerhalb als innerhalb Religionen gefunden werden kann. Und er nennt das ein inklusiver Humanismus, also die Entscheidung oder die Gedanke, dass Humanismus auch in Religionen gefunden werden kann, wo sie dieses Kriterium anerkennen. Es gehören noch einige Kriterien dazu. Alle Menschen gehören einander als Gleiche zu sehen und zu behandeln. Allen Menschen steht menschliche Würde zu. Das ist auch ein
etwas, das der Humanismus nie aufgeben kann. Und Autonomie, Selbstbestimmung und Freiheit ist untrennbar verbunden mit Soziabilität, mit Verbundenheit. Also das Individuum steht zentral, aber immer in Verbundenheit mit anderen. Und Peter Derks nennt Humanismus dann eine Weltanschauung von durchdachter Gleichgewichtskunst. Ich weiß nicht, ob das ganz genau übersetzt ist, aber ich denke, Sie können verstehen, was er damit meint. Es ist wirklich nuanciert, es ist eine Art Gleichgewichtskunst. Also, wenn wir das mal versuchen, das mehr konkret zu machen, also die Suche nach Sinn, die individuelle Lebensorientierung und nach einer humanen Gesellschaft, also ein gewaltfreies Miteinander, gehören untrennbar zusammen. Das ist ein wichtiger Ausgangspunkt des Humanismus in den Niederlanden, dass man immer sich sowohl für die persönliche Lebensorientierung als für das gewaltfreie Miteinander einsetzen muss. Und es gibt eine wichtige humanistische Anstrengung, um sinnvoll Leben in einer humanen Gesellschaft zu realisieren. Und ich habe einige aktuelle Beispiele genannt. Also es gibt heutzutage eine Ausstellung über Vergänglichkeit in der alten Kirche in Amsterdam. Das ist eine schöne Kirche im Mittelpunkt des Red Light District. Rotlicht, okay. Es ist also wirklich in der alten Stadt und eine Kirche, die auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, immer in der Gesellschaft in Amsterdam. Und dort gibt es eine Ausstellung über Vergänglichkeit, wo Künstler reflektieren auf Zeit und Leben. Wie kann man sein Leben Form geben, weil man weiß, dass es vergänglich ist und man weiß, dass man eine Verantwortlichkeit hat, das Leben selbst Form zu geben, wie mein Prag das schon betont hat. Und diese Ausstellung geht darüber, wie Leute das machen und wie Künstler darüber reflektieren. Also es gibt auch einen wichtigen Einsatz des Humanistischen Verbandes für die Qualität des Lebensendes, ein Beitrag zur Diskussion über Sterbehilfe unter nichtmedischen Bedingungen. Sie wissen wahrscheinlich, in den Niederlanden die Sterbehilfe unter medischen Bedingungen ziemlich liberal und offen und ist eine gute das kann man gut diskutieren, aber wenn es nicht medische Gründe gibt, um das Leben beenden zu wollen, medizinisch, ist es schwieriger. Medizinisch? Medizinische Gründe? Ja. Okay. Ja. Dann ein Beitrag zur Realisierung von LGBT-Rechten. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Es geht also um Homosexualität und Transgender und Bisexualität. Und das ist auch ein wichtiges Thema. Freiwillige unterstützen angreifbare Gruppen in der Gesellschaft. Wir haben neben dem humanistischen Verband auch Humanitas, das ist auch eine humanistische Bewegung für Freiwillige, die Leute unterstützen, die zum Beispiel sozial isoliert sind oder finanzielle Probleme haben. Ein anderes wichtiges Thema ist Lernen fürs Leben. Wir haben auch HWO zur Ausbildung, eine humanistische Organisation zur Bildung und zu Lernen fürs Leben. Bildung, Bürgerrechte, interkulturelle Kommunikation sind da sehr wichtige Themen für diese Lernen fürs Leben. Und dann gibt es Beitrag zur Gesellschaftsfragen im Fernsehen und Radio. Wir haben eine humanistische Rundfunk. Dann möchte ich zum Schluss noch einige
wirklich einer der großen Entwicklungshilfeorganisationen in den Niederlanden und hat Büros in vielen Ländern. Und in den Niederlanden ist es vor allem darauf orientiert, Bewusstsein darum zu machen. Humanitas, ich habe das schon genannt, eine Organisation von Freiwilligern, die Leute überall in den Niederlanden helfen, bei soziales Isolement, bei Trauer, bei Erziehung und Bildung. Wenn die Leute dort Hilfe brauchen, sind Freiwilliger da, um das zu machen. Dann HVO, das ist das Zentrum für humanistische Bildung. Und man sieht dort ganz zentral Lernen fürs Leben, also wirklich die Weiterbildung für das ganze Leben. Ökologie ist auch hier ein wichtiges Thema, aber natürlich auch Ausbildung in Weltanschauungen. Man kann dort auch eine Ausbildung machen zum Dozent Weltanschauungen. Das ist die Universität für Humanistik. Unsere Website mit vielen Bildern unserer Studenten und also ein wichtiges Thema für die Universität ist Pluralismus und Humanismus. Und das ist der humanistische Rundfunk und mit vielen zentralen Programmen über wichtige gesellschaftliche Fragen. Also das gibt eine Idee, was es alles gibt in der humanistischen Organisation in den Niederlanden. Und das sind nur die großen. Es gibt auch viel kleinere Verbände, Organisationen, zum Beispiel auf dem Gebiet der Frieden, Friedensorganisation. Aber das sind die sechs großen. Also, ist das eine entspannte Kooperation? Naja, da wäre vieles dazu zu sagen. Es gibt sicherlich eine Gleichberechtigung der Humanismus. Wir haben eine eigene Universität. Wir haben humanistische Seelsorge. Man bezahlt in den Niederlanden keine kirchliche Steuer. Also man ist ganz freiwillig, wozu man beitragt. Ob man das zum humanistischen Verband macht oder zur Kirche. Es gibt einen Beitrag des Humanismus zur interreligiösen Dialog, zum Beispiel im Rat der Kirchen in den Niederlanden. Die Humanisten sind daran beteiligt. Aber es gibt natürlich auch humanistische Profilierung, um sich eben ein eigenes Profil zu machen. Zum Beispiel die Werbetext im Rundfunk war der: Ohne Humanismus sind wir an den Göttern überliefert. Und das hat natürlich auch Spannungen gegeben, dass man auch in der humanistischen Seelsorge manchmal Probleme hatte mit dieser Profilierung, weil sie das Gefühl hatten, dass sie damit den Kollegen, den protestantischen und katholischen Kollegen, provoziert haben. Es gibt natürlich auch in den Niederlanden eine richtige atheistische Bestreitung vom religiösen Glauben. Wichtige Personen sind da Paul Klitzer, Philosoph, und Hermann Philipse, auch Philosoph. Und die sind wirklich sehr aktiv im Bestreiten vom religiösen Glauben und vom Islam. Also das ist nicht immer so entspannt. Es gibt natürlich auch Konkurrenz, vor allem im Bereich der Seelsorge. Gibt es viel Kostenersparnis und da gibt es natürlich auch Konkurrenz zwischen den humanistischen und christliche und islamitische Seelsorge. Also es gibt auch manchmal eine Konkurrenzposition. Und ich denke, dass es wirklich auch in den Niederlanden heißt, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass das immer entspannte Kooperation ist. Auch hier
mal sagen, dass Humanismus als eine Weltanschauung von durchdachter Gleichwichtkunst ist und dass es ein durchdachter Gleichwichtkunst braucht, um in der niederländischen Gesellschaft die